Rösling, Michael Schrader 8670. Lange Nase, 10 Punkte. Aber kann sich ja alles ändern. 10 Punkte hat er ihm noch nicht verraten, ja, genau, der Trainer. Ja. Set. 200 Meter, dritter Lauf mit Eliska Klutschinova innen, dann Morgan Lake, dann Tamara de Sousa, Nafisa Tutiam und Katrina Netzwertajewa. Interessant wird sein, die zweite von außen, Tiam, liegt momentan auf Platz 2 in der Gesamtwertung, ist nicht so eine exzellente 200 Meter Läuferin. Was verliert sie oder was kann sie noch holen? Morgan Lake da mit Ach und Krach mit 24,62. Laufsiegerin, damit gibt es eine neue Bestzeit. Auch hier geht es ja wieder in Richtung schnellere Zeiten von Lauf zu Lauf. Also wir steigern uns zum großen Highlight. Morgan Lake knapp vor Eliska Klutschinova und Nafisa Tutiam hat da ganz gut mitgehalten. Allerdings die Zeiten sind knapp hinter den Bestleistungen. 24,62 jene von Morgan Lake. Na, Klutschinova ist es sogar. Aha, bekommt Lake auf den letzten Metern Probleme. Und die Tschechin zieht da offensichtlich tatsächlich noch auf der Zielgeraden vorbei. Dann bleiben für Lake 24,63 und für Netzwertajewa 24,87 und erst auf Platz 4 dann Tiam. Klutschinova gewinnt den Lauf, Nafisa Tutiam 24,88, eine Zehntelsekunde hinter ihrer Bestleistung, das ist okay. Dennoch, wenn meine Hochrechnung aufgehen wird, wird Tiam ihren zweiten Platz